Hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas Part 13. In der letzten Folge waren wir im Matschepampe-Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja, liebe Freunde, wir haben auch da den Garten hinter uns gelassen. Mit fiesen Fallen. Und wir mussten sozusagen ein Ventil nehmen, dran schrauben, Wasser ablassen, Tür durch, und wir sind jetzt hier in so einem Tunnel. Also laut Kapitelangabe steht da Gewölbe. Also, wir sind nicht im Tunnel, wir sind im Gewölbe. Ne? Und ja, jetzt bin ich auch gespannt, wie es hier weitergehen wird, weil irgendwie wird es immer obstruser. Also wir waren eigentlich im schönen Erbshaus von Onkel Arthur, was uns geerbt worden ist. Und jetzt sind wir hier im Gewölbe gelandet. Hallo? Es wird immer kranker hier. Und ich traue mich ehrlich gesagt nicht weiterzugehen. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommen wird. Aber ich würde trotzdem sagen, wir werden es versuchen. Ich würde jetzt sagen, wir stecken neue Batterien rein in die Taschenlampe. Und leuchten so ein bisschen hier runter. Boah, geht's in die Katakomben? Ich würde sagen, das Licht mache ich mal aus. Boah, ich meine, ich hätte schon wieder einen Schatten gesehen. Ist das hier was zum Hochgucken? Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Auge, ne? Krass. Wir haben Spinnenweben. Was war das? Ah! Das ist ja scheiße. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Oh Gott. Jetzt geht das schon wieder los hier. Oh, jetzt werde ich hier voll voll fertig gemacht hier. Was haben wir denn hier? Es sieht so aus, als hätte hier jemand geschlafen. Ich sehe ganz viele Zigaretten. Spinnweben! Naja, essen sollte man sie nicht. Das ist doch eine Falle, oder? Sarah! Boah! Alter, das war ja richtig eindeutig zu hören. Sarah! Alter Schwede. Ich gehe mal hier hin. Boah! Wenn ich so überlege, wie die Stimmen sich vorher angehört haben, immer so verwaschen, als wäre das voll weit weg, und jetzt, als wäre er neben mir. Sarah! Alter. Jetzt krieg ich Schiss. Kaum ist das Spiel noch nicht mal 5 Minuten gespielt, schon habe ich hier Schiss. Ah, Batterien. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Schmeißfliegen. Okay, so wie es hier aussieht, ne? Mann, Mann, Mann. Wollte schon sagen, hat sich der Raum hier geändert? Diesen Zeitungsartikel. Daily Courier, täglicher Überbotschafter oder sowas. Glück gehabt. Das sieht wieder aus wie so ein Auge. Irgendwas passiert dir doch gleich. Noch ein Daily Courier. Alter, diese Musik dazu, das ist so richtig Psycho. Okay, hier liegt nichts. Okay, hier geht es anscheinend noch weiter runter. Ich traue mich schon gar nicht, um die Ecken zu gehen. Wer weiß, was da schon wieder kommt. Was zum Teufel ist hier los? Ich höre immer Schmeißfliegen. Hier haben wir Streichhölzer. Nehmen wir mit. Schade, denke ich mal nicht. Boah, Alter. Mir gefällt sie überhaupt nicht.
Also wirklich sehr, sehr gut gemacht, das Spiel hier. Also, oh, mit wenig Mitteln viel erzeugt. Also, Hut ab. Was hat mir dieser Raum jetzt hier gebracht? Nur diese Streichhölzer. Und die Schmeißfliegen. Und hier? Was ist hier? Kieselsteine? Badewanne? Oh, ich warte auf den Moment, wenn ich mich umdrehe und dann kommt irgendwas. Oh, Slenderman. Oh, ich hoffe aber nicht. Dann würde ich der Erste sein, der hier schreit. Alter. Das Ding geht gleich hinter mir zu, wette ich mit euch. Na, wusste ich's doch. Okay, es gibt drei Wege. Links, geradeaus und rechts. Ich würde sagen, wir gehen als Erstes nach links. Ich weiß nicht, ist wieder so ein augenförmliches Dings da, Bumster. Kann auch ein Deckel sein von der Kanalisation oder sowas. Keine Ahnung. Ich traue mich ehrlich gesagt hier nicht durchzulaufen, weil hier gleich irgendetwas passieren wird. Und ich sehe schon, dass es da rot leuchtet. Das verheißt nichts Gutes. Gehen wir mal hin. Ich sehe Blut auf der... auf der Straße, wollte ich schon sagen. Ja, ja, auf dem Boden. Ob das man hier, ob man das hier als Straße bezeichnen kann, sei mal dahingestellt. Was zum Geier. Hier sehen wir eine Spinne Itzibizi. Okay. Was will mir dieser Raum hier sagen? Ersatzbatterien. Nehmen wir mit. Dafür nehmen wir neue. Schon wieder was gehört. Oh Gott, liebe Freunde, das fängt ja gut an hier. Ich traue mich nicht irgendwie durchzugehen. Irgendwann kommt hier so ein richtiges Jumpscare oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das Spiel so vorgesehen ist, dass noch hier was kommt. Ein Schubkarren. Können wir da rüber springen? Natürlich nicht. Das wäre viel zu einfach gewesen. Eine Spinne. Spinne itzi bitzi, sie krabbelt da oben rum. Irgendwann vergeht mir das Lachen, ohne Witz. Hier kommt doch gleich irgendwas. Ich höre hier schon so komische Geräusche. Da, wieder eine Falle. Was haben wir hier? Flaschen. Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Da gehe ich nicht rein. Nee, 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 nee. Das könnt ihr selber machen. Also es ist zu offensichtlich, dass das eine Falle ist. Da werde ich jetzt natürlich nicht aufspringen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Ich habe schon wieder was gehört. Dass dies... Ah! Boah! Alter! Was? Scheiße! Oh, Junge! Mongo-Junge! Oh. Toll, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh. Oh. Ach, liebe Freunde, das kann echt nicht wahr sein. Okay, jetzt weiß ich aber, dass ich keine Angst haben muss. Hier passiert eh nichts, außer nochmal dieses schaurige... Sarah! Ja. Okay, Tür geht zu. Ist klar, das kennen wir ja schon. Dann machen wir das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. Nehmen die Batterien zu uns. Ah, oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob diese Falle da die Ursache ist. Jedenfalls können wir auf jeden Fall vorbei. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, wenn wir gleich wieder zu dieser Stelle kommen, wo es rot wird, dann werden wir auf jeden Fall mal dann direkt zu dieser Stelle hingehen, wo ich gerade gestorben bin. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Weg auch falsch sein wird. Gehen wir mal hier durch. Okay, hier haben wir nichts.
Hier irgendwo im Nirgendwo. Gucken wir mal, was hier rechts ist. Auch nichts. Ich habe schon wieder Stimmen gehört. Aber ich versuche nicht drauf einzugehen. Es will mir nur Angst einjagen. Und diese Angst wird er nicht bekommen. Fragt sich nur wer, ne? Irgendwer. So, hier waren wir. Vielleicht ist auch dieser Weg... Alter! Ich bin denselben Weg gelaufen. Das ist jetzt aber seltsam. Nicht, dass es so ein Mechanismus ist, dass man nicht alle Räume durchqueren darf oder zu schnell laufen darf. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein bisschen komisch, was ich jetzt hier machen muss. Ja. Es ist schon seltsam, wirklich. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ah, okay, 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 okay. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, gibt es solche komischen Platten auf dem Boden. Klar. Wenn man da drauf tritt, dann ist man tot. Hätte man auch drauf kommen können. Also schon beim ersten Mal. Aber wie man das so kennt, für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, wie mir zum Beispiel, ich spiele es ja zum ersten Mal. Bei mir ist das so, ich muss ein paar Anläufe machen, ja. Und klar, man hätte vielleicht ein bisschen nachdenken können, aber hier ist das wirklich so, hier kann man einfach mal drauf losspielen, ne? Und wenn man stirbt, stirbt man halt. Ist halt nur ärgerlich, wenn man wirklich sehr weit gekommen ist und dann stirbt man kurz vorm Kapitelende und das ist übel. Okay, genug gequatscht, ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier weiter. Ich weiß ja jetzt, worauf es ankommt. Ich versuche jetzt, keine Steinplatten zu treten oder sowas. Ich möchte ja nicht sterben. Dann müssen wir uns auf jeden Fall auf den Boden hier konzentrieren. So, genau, weil hier ist eine Falle. Seht ihr? Hier, diese blöde Steinfalle. Gut, darauf müssen wir uns auf jeden Fall auch fokussieren, dass wir nicht da reintreten. Sonst ist es aus die Maus. So, jetzt ist die Frage. Hier ist, genau, hier ist das gewesen. Okay, hier waren wir ja schon. So, das bedeutet, wir gehen wieder zurück. Natürlich aufpassen, dass wir hier nicht wieder reintreten. Warte mal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hä? Hatten wir nicht drei Wege gehabt? Einer links, einer rechts, einer in der Mitte? Ach Gott. Dieser Tunnel macht mich noch wahnsinnig. So, hier ist ein Weg. Den werden wir mal auch gehen. Okay, hier war nichts. Hier ist eine Falle. Gut, die haben wir auf jeden Fall erfolgreich. Ich habe was gehört. Alter, was ist denn da los, ey? Die haben wir auf jeden Fall erfolgreich durchquert. Also keine Fallen aktiviert bisher. Es soll auch so bleiben. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal hier rumzulaufen. Was ist das hier zum Teufel? Ein Brett. Schmeißfliegen. Was sind das für Generatoren? Kann ich überhaupt benutzen? Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Boah. Da geht jetzt die Treppchen wieder nach oben. Ich würde sagen, bevor es wieder nach oben geht, kontrollieren wir erstmal den Weg hier unten. Okay, da scheint es eine Sackgasse zu werden. Kann mir gut vorstellen, dass da gleich Sense ist. Gehen wir mal nach oben.
in der Hoffnung, dass wir nicht auf eine Falle treten. Oder war das der Weg, den wir da gerade gekommen sind? Hier ist eine Kiste. Hier war bestimmt mal was drauf gewesen. Oh lala. Was haben wir denn hier? Oder waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Und die Räume sehen alle gleich aus. Alter Verwalter. Ja, der Alte. Ne, der Verwalter. Ich merke schon, ich rede voll viel Stuss. Das liegt aber daran, dass die Atmosphäre so ein bisschen Angst mir einjagt und ich mir das so ein bisschen rausreden will, dass es mir bloß nicht darum geht, dass ich so viel Angst zeigen muss. Ich würde sagen, wir laufen durch. Ah. Wir haben es geschafft, oder? Boah, ich habe wieder was gehört. Boah, ich hoffe, dass es nicht noch eine Falle gibt. Das wäre sonst das Ende. Ich traue mich mittlerweile nicht mehr so ganz durchzulaufen. Okay, ich würde sagen, neue Batterien. Was ist das denn hier? Statuen, die kennen wir doch aus den vorigen Missionen. Ach Gott, was hat das hier alles wieder zu bedeuten? Das kennen wir doch aus dem Haus. Woher seid ihr denn her, ey? Krass. Rot. Warte mal. Hier fällt direkt was auf, dass es hier farblich was hinterlegt ist. Eine Tür, die verschlossen ist. Auf. Warte, was war das? Für eine Musik. Ich glaube, es könnte sein, dass es ein paar Wege gibt, wo wir nicht mehr rauskommen. Oh Gott, da müssen wir ja höllisch aufpassen. Ach du Scheiße. Können wir hier, wo es rot ist? Natürlich nicht. Das wäre viel zu einfach gewesen. Viel, viel zu einfach. Ich muss aufpassen, dass hier nicht wieder eine Falle kommt. Oh, Alter. Wenn ich hier alleine hier rumlaufen würde, ich würde mich in die Ecke verkriechen und heulen, dass mir Onkel Arthur so eine Scheiße hier geerbt hat. Ey, das ist doch nicht mehr schön hier. Alter, diese Musik. Treibt. Ich bin der Meinung, das wird auch irgendwann noch scharf gestellt. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal so das Notwendigste. Okay, hier ist die Tür zu. Da können wir nicht vorbei. In Ordnung. Akzeptiert. Ist einfach so. Hier wahrscheinlich war das genauso, ne? Richtig? Nein. Alter, das ist doch eine Falle. Vorsicht! Die Falle sieht scharf aus. Okay, das, wenn sie schon das sagt, dann heißt das für mich schon etwas. Und zwar, geh da nicht durch. Aber irgendwie muss ich mich doch mal trauen. Hier vielleicht? Hier ist wieder so ein Auge, ne? Ja, so ein bisschen Form eines Auges. Statue? Kann ich mit der was anfangen? Oh, Alter, die Musik. Ah, schau mal, schau mal, schau mal. Können wir die hier hinstellen? Ja. Ah, ich habe irgendwas gehört. Irgendwas hat sich verändert. Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Okay, sie hat mir schon den Tipp gegeben. Ich hoffe nur, dass wir nicht sterben werden. Okay. Also anscheinend müssen wir Statuen sammeln. So wie das hier aussieht. Was einzelne Türen freischaltet. Boah. Okay, dann würde ich sagen, wir schmeißen die nächste Batterie rein. Hier kann ich leider nicht vorbei. Kann sein, dass hier gleich Feierabend ist, weil es gibt keine Wege mehr, oder? Doch. Ist sie scharf? Ich traue mich nicht, aber ich laufe! Okay, geschafft. Sehr gut.
Hier ist aber nichts. Bin ich jetzt umsonst gesprungen? Diese Musik. Alter. Ein bisschen habe ich Schiss. Muss ich ehrlich zugeben. Weil ich habe in dem Moment natürlich Angst, dass ich irgendetwas falsch mache. Und dann ist alles vorbei und ich darf hier alles nochmal machen. Darauf haben, glaube ich, die wenigsten Lust. Ich auf jeden Fall gar nicht. Also gar keine Lust. Die Falle sieht scharf aus. Da gehe ich nicht hin. Nö. Bring mich keine 1000 Pferde da rein. Ja. Wie komme ich jetzt weiter? Lalala. Irgendwas kurbelt wieder nach oben. Hat man ganz klar gehört. Hier ist eine Zahl. Ah, Nummer 1. Sie hat gesagt, gerade Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Haben wir noch mehr Zahlen hier auf dem Boden? Ist eine 4, ne? Irgendwas hat sich wieder geöffnet. Fragt sich nur was. Oder geschlossen. Das kann natürlich auch sein. Hier ist eine Falle. Aber nicht scharf. Hier waren wir auch schon. Boah, ich dachte schon, ey, ich hätte mich hier selbst eingesperrt. Boah, das wäre es noch gewesen. Da komme ich ja gar nicht mehr. Da komme ich ja gar nicht mehr weiter. Und ich habe wieder Stimmen gehört. So richtig verkackt, so irgendwie. Als wäre der irgendwo, weiß ich nicht, unter einer Decke oder so. Okay, von hier kamen wir. Da wird es, denke ich mal, eher keinen Sinn machen, zurückzulaufen. Vor allem diese blöden Fallen, die sind 100% scharf. Ich laufe da nicht vorbei. Nö. Kannst du vergessen. Kannst du selber machen. Boah, Leute, ich komme mir vor, als würde ich hier im Labyrinth laufen, im Kreis laufen. Ich würde sagen, wir laufen mal hier durch. Vielleicht haben wir durch diesen Schalter jetzt irgendwas aktiviert. Natürlich nicht. Wäre zu einfach gewesen. Viel zu einfach. Okay, wir nehmen die Statue nochmal. Ich frage mich, an welcher Stelle sich irgendwie was verändert. Vielleicht müssen wir die ungeraden Zahlen doch als erstes benutzen. Ich habe eine Falle gehört. War die vorher offen? Okay, das ist hier mit der 2. Okay, das ist in Ordnung. Klar, kennen wir. Kein Problem. Jetzt stellt sich aber nur... Alter, diese Musik, ne? Jetzt stellt sich die Frage, was muss ich machen, um hier weiterzukommen? Shara! Naja, das habe ich schon gehört. Das kenne ich schon. Auf diese Spielchen falle ich nicht nochmal rein. Ja! Toll! Wie kommt man weiter? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mal nachdenken, aber eigentlich kann man hier doch nicht sehr viel falsch machen, oder? So, wir gucken uns nochmal um. Boah, ich bin hängen geblieben. Haben wir hier noch eine Zahl? Hier ist die 4. Die 2 haben wir in einem Gang gesehen. Wo ist eine weitere Zahl? Hier ist eine Spinne Itzibizi. Nee. Zu dieser Falle gehe ich nicht. Die bringt mich um.
Was hat die 2 jetzt bewirkt? Das ist die Frage. Die hat auf jeden Fall einen Schalter verursacht. Leider fehlen mir mehrere Statuen, weil ich würde gerne mehrere Sachen hinstellen. Ich bin mir eigentlich nicht so ganz sicher, was ich jetzt hier mache. Hm. Ja. Die Türen gehen auch nicht auf. Es ist also wirklich eine Sackgasse. Oh Gott. Muss ich hier irgendwelche Statuen benutzen? Sieht erstmal nicht so aus, ne? Jetzt weiß ich, was die 2 bewirkt hat. Die hat diese Türe verschlossen. Okay. Aber was bringt mir das, wenn ich die Türe verschließe, wenn ich so oder so nicht weitergekommen wäre? Die Fallen sind 100% scharf. Liebe Freunde, ich würde sagen, ich würde die Folge jetzt erstmal hier pausieren und zu dieser Stelle nochmal wiederkommen, weil ich weiß echt nicht weiter. Tut mir leid. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Hier hatten wir diese Statue rausgenommen. Genau, die steht jetzt auch hier hinten. Nehmen wir die nochmal wieder. So, dadurch müssten wir diese eine Tür hier wieder geöffnet haben. Genau, da hinten. Oh, dieser Sound, ne? So. Irgendetwas hat sich jetzt geöffnet. Fragt sich nur, was hat sich geöffnet? Diese Tür leider hat sich nicht geöffnet. Da will ich natürlich gerne raus, ne? Ach Gott, 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 Gott. Gut, dass ich nicht in Wirklichkeit so rumlaufen muss. Das wäre echt die Härte gewesen. Vielleicht habe ich durch diesen Knopf, durch diese Statue, eine Falle deaktiviert. Also dieser eine Raum, wo ich da reingehen könnte. Aber natürlich steht da von wegen, die Falle wäre scharf gestellt. Da ja die Information lautete, dass gerade Zahlen der Schlüssel sein kann zum Erfolg. Und die 4. Oh, wir haben sogar eine 6. Ah, gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Ja, dann machen wir das mal eben. Merken wir uns die Stelle. Boah, sonst vergesse ich das hier gleich. Obwohl, das war eine 7, ne? Oh Gott, jetzt geht's bestimmt ab. Ich habe was gehört. Ist die Falle jetzt aktiv? Ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal hier rum. Wir schauen uns nochmal wirklich genau, ganz genau um. Sarah. Gut, dass er mich nicht hört. Dann würde er meine Verrücktheit hier hören. Dann denkt er sich auch, oh mein Gott, der ist ja voll krank. Dann würde ich erstmal Sarah reinrufen. Ins Mikro. Uah! Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Hab ich mich erschrocken? Nein, nein, wir sind wieder hier. Oh Gott. Scheiße. Alter. Ich muss mich beruhigen, tut mir leid. Ich komme nicht weiter. Ich würde sagen, das sparen wir uns für morgen auf. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann schreibt es in die Kommentare. So wie es aussieht, müssen wir diese Statue auf die 4 legen und dann diesen Raum betreten, wo diese Fallen, die Spitzen an der Wand sind. Wahrscheinlich wird durch die Zahl 4 die Falle deaktiviert. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir werden schauen, wie es weitergehen wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.